Willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir sind im Versteck und wollen uns um einige Nebenaufgaben kümmern, bevor es losgeht, denn wir wollen ja Kupka und den Velutern in die Wüste folgen, Richtung Drachenfang. Drachenfang, richtig? Drachenfang. Jo. So, nächster Tag. Gestern haben wir zuletzt aufgenommen und wir hauen direkt rein. Wir hauen rein. Wir haben aber noch Nebenaufgaben, die müssen wir zuerst machen. Ich muss erstmal die Tastatur hier. Nee, das hält nicht. Organisatorisches Chaos gerade hier. So ein großer Schreibtisch und keine Ordnung. So. Ich meine mich Enter beendet die Aufnahme. Da muss ich immer aufpassen. Gut, so. Also, wir starten mit den Nebenaufgaben durch. Nahe Ember, Blätter sammeln und Coles Trupp suchen. Mhm. Was machen wir zuerst? Hier wäre bei Drachenhorst nach Coles Trupp suchen. Das war ja vom Auge des Sturms, ne? Richtig? Ja, 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 ja. Da haben wir ja dann gegen Garuda gekämpft. Gehen wir mal hier hin. Aber das kann's nicht. Wir reden nur mal kurz über Hugo Kupka. Das kann's ja nicht gewesen sein, oder? Wir haben seinen Dominus, also seinen Esper nicht gesehen, sondern nur sein Teilerwachen. Das wäre schon echt enttäuschend. Ember war ja das kleine Dorf, das wir besucht haben auf dem Weg Richtung Port Isolde, wer sich nicht mehr erinnern kann. Das kennen wir schon. Ich bin gleich in der Nähe vom Fluss. Hier müsste es sein. So wenige von euch. Das ist die einzige Pflanze hier mit blauen Blüten. Hoffentlich die richtige. Ich habe einer zu einfach, oder? Zwei und drei. Damit ist die Krankenstube eine Weile versorgt. Ja, also, ich hoffe, das wird Rodrigue etwas beruhigen. Das habe ich mir aber wesentlich aufwendiger vorgestellt. Gut, dann gehen wir nochmal nach Nordstedt in Richtung Drachenhorst, um Coles Truppen zu suchen. Die sind ja verschwunden, ne? Cole ist ja einer der Fluchbrecher und die sind nicht zurückgekehrt. Den Slavenhändlern geht noch. Caer Nauvon. Nervant. Ja, ja. Und ich bin dann gespannt, wie es weitergeht. Also ob Hugo Kupka jetzt seine Hände regeneriert, weil wir müssen ja noch gegen die Esper Titan kämpfen, oder? Das wäre ja total merkwürdig. Wir haben gegen Geruda gekämpft. Oh. Hallo, Cole. Genau, da vorne ist das Auge des Sturms. Hallo. Cole. Gut, dass du noch lebst. So halb. Sid, wenn ich fragen darf, was machst du hier? Doris hat mich geschickt. Ihr habt lange nichts von euch hören lassen. Sie hat sich Sorgen gemacht. Aber wir haben doch Nordstedt benachrichtigt. Hat Madame euch nicht informiert, dass wir noch leben? Jetzt weiß ich's ja. Und die Träger habt ihr auch befreit. Nur ein paar. Der Rest hat sich aus Angst in der Kutsche eingeschlossen, anstatt zu fliehen. Sie brauchen Hilfe, Sid. Aber wir können die Träger hier nicht allein zurücklassen. Das stimmt allerdings. Wo ist die Kutsche? Die Goblins könnten noch da sein. Du musst dich um die Verletzten kümmern. Bleib du hier. Ich mach den Rest. Na gut. Folge dem Pfad nach Süden. Es ist nicht weit bis zur Kutsche. Beeil dich bitte. Wenn die Goblins es in die Kutsche schaffen, ist es aus für die Träger. Das werde ich verhindern. Danke. Und Sid, gut, dass du hier bist. Dank mir später.
Mhm. Und ich habe mich noch über die Goblins gefreut, als sie die Sklavenhändler verscheucht haben. Ich Idiot. Ich sehe doch schon den Großen. Na super. Ich muss mal die Helligkeit von meinem Streamdeck einen Ticken heller machen. Hallo? Was seid ihr? Sie wollen die Kutsche aufbrechen. Das habe ich gebraucht. Los, Torga! Falls! Garuda! Zu langsam! Schade. Ja, das Kampfsystem ist schon cool, aber wo ist denn Titan? Titans Fähigkeiten war gar nicht dabei. Jui. Wer bist du? Ein Freund. Wart ihr die Einzigen da drin? Warum seid ihr nicht geflohen? Hätten die Goblins es durch die Tür geschafft, wärt ihr geliefert gewesen. Wohin denn fliehen? Anderswo enden wir doch genauso elendig wie hier. Wer weiß. Vielleicht erwartet euch mehr, als du denkst. Freiheit, Sicherheit, ein richtiges Leben. Kommt mit uns, wir beschützen euch. Sid, ich konnte dich nicht einfach... Sie leben noch, bei allen Göttern. Dieser Mann hat sein Leben für euch riskiert, damit ihr eine zweite Chance kriegt. Gut. Wir machen alles, was ihr wollt. Erst werden wir euch in Sicherheit bringen. Danach liegt euer Schicksal allein in eurer Hand. Überlass uns den Rest, Sid. Wir bringen sie zum Versteck. Danke. Ich sage Doris, dass wir Neuzugang bekommen. Okay. Coole Aufgaben. Oh, lass mich endlich gehen! Diesen Dreckschweinen reiß ich den Kopf ab! Halt verdammt nochmal still, wenn du nicht verbluten willst. Ich habe die Goblins schon besiegt, keine Sorge. Okay, coole Nebenaufgaben, kompakt, kurz, aber why not? El Versteco. Ah ja. Ja, ist schon was. Wer ist denn der Edelmann? Verbündeter von Sid? Wohl eher Verwandtschaft. Unser Herr Anführer soll doch aus adligem Hause sein. Der ist einer von den neun hohen Häusern.
Was meinst du, er findet mit als nächstes? Ein Puzzle. Um den ganzen See schön sauber und rein zu machen? Das würde sich durchaus lohnen, besonders jetzt, wo die Kristalle immer knapper werden. Wir sollten sie mal fragen, was sie für so ein Apparat alles brauchen würde. Ja, den ganzen See filtern, klar, eine große Filteranlage. Aber wäre nicht schlecht. Ich bin gespannt, was sie da unten baut, ich habe keine Ahnung. Wie kann ich helfen? Ja. Und was darf sein? Rotlegierung. Und womit soll ich das bitte machen? Was ist denn Rotlegierung? Lila, Rotlegierung. Aber ich kann mir auch nicht angucken. Ne. Ist noch was? Habe ich den Plan irgendwo? Schade. Wie geht das voran? Ja, aber ich bin gespannt, ob wir dann wirklich jetzt... Ja, wie schon gesagt. Wir haben ja Titan als Esper noch gar nicht gesehen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Die Valuta bringen ihn zurück. Er regeneriert mit Hilfe des Äthers seine Hände und dann dürfen wir nochmal gegen ihn kämpfen. Irgendwie sowas in der Art. Und dann schuldet er den Valutern was und dann sagt er Barnabas zu, sie zu unterstützen bei seinem Ziel, die Welt zu retten. Barnabas hat ja auch erkannt, dass die wahre Gefahr die Fäule ist. Ne? Theoretisch zumindest. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viel Mühe, das Kraut zu finden. Oh doch, Katastrophe. Ein wild wachsendes Kraut, aus dem sich ein schmerzlindernder Aufguss brauen lässt. Bitteschön. Nicht mehr als sonst. Ah, ja, das ist es. Und mehr, als ich erwartet habe. Ich denke, der Patient wird nichts spüren. Es sei denn, ich... Du schaffst das. Taya vertraut dir. Und ich genauso. Ohne fähige Heiler wie dich wäre das Versteck verloren. Danke für die netten Worte. Wirklich. Aber ich habe immer noch Angst. Das Mal ist mehr als Tinte auf der Haut. Es ist eine Falle. Starkes Wyvern-Gift, das direkt unter der Hautoberfläche lauert. Ein unüberlegter Schnitt. Ein einziger. Und das Gift gelangt in den Blutkreislauf. Der Patient stirbt. Und selbst Erfolg bedeutet großen Schmerz. Tagelange Qualen, während die Wunde heilt. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen, nicht um sie. Ich möchte niemanden töten. Fluchbrecher führen ein hartes Leben. Die Operation ist nur der Anfang. Sie arbeiten im Verborgenen, riskieren Leib und Leben. Wohl wissend, dass ihnen ihre Mühen keinen Ruhm einbringen. Und trotzdem gibt es Freiwillige. Woran liegt das? Überzeugung. Sie sind bereit zu sterben. Bereit zu kämpfen. Ihr Leben für eine Welt zu geben, in der Menschen wie wir mehr sind als bloßer Besitz. Deine Arbeit ist nicht einfach, aber ihr Teil genauso wenig. Du musst deinen Patienten Mut machen. Sei stark für sie. Du klingst wie Taya. Sie hat mir mal gesagt, es ist natürlich, dass ein Patient der Meinung ist, er müsste ganz alleine leiden. Wir Heiler sorgen dafür, dass dem nicht so ist. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich zögere nicht. Nicht mehr. Auftrag abgeschlossen. Der Preis der Freiheit. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Also das Mal ist Wyvern-Gift, das extra den Trägern ja unter dieses Mal
ja, eingelassen wird, damit für den Fall, dass sie ihr Mal entfernen wollen, sie sterben. Also wie so eine Art Sprengstoffhalsband, sage ich jetzt mal übertrieben, um eben keine Möglichkeit zu haben, das Mal loszuwerden. Und wenn man es doch machen will, riskiert man sein Leben, weil die Entfernung sehr gefährlich ist. Okay. Ich habe mich von meiner Angst übermannen lassen. Doch nun bin ich stärker. Für das Versteck. Für uns alle. Fand ich aber einen wichtigen Dialog. Krass. Jetzt verstehe ich endlich, was mit dem Mal auf sich hat. Alles gut? Es geht schon, Clive. Wirklich. Ich muss mich mal... Ja, ruh dich mal ein bisschen aus. Sid, weißt du was? Ein Stolas von Madame ist kurz nach deiner Abreise eingetroffen. Hätten wir nur etwas länger gewartet, hätte ich das vielleicht doch alleine klären können. Oder vielleicht auch nicht. Es geht ja doch alles schief, was ich anpacke. Coles Truppe ist lebend zurückgekehrt. Es geht also nicht alles schief. Nein, das war nur Glück. Ich habe diese Route monatelang beobachtet. Ich hätte wissen müssen, was euch erwartet. Welche Anführerin schickt ihre Leute hinaus, ohne alle Risiken abzuwägen? Ich hätte sie besser vorbereiten sollen, hätte Cole befehlen sollen, beim ersten Anzeichen von Gefahr umzukehren. Wir haben denselben Eid geschworen, Doris. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen, Cole. Verzeih mir. Bei allem Respekt, wir Fluchbrecher riskieren unsere Leben nicht auf Befehl, sondern weil wir an unsere Sache glauben. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Spätestens dann, wenn man uns das Mal entfernt. Ich denke, das können wir alle bezeugen. Cole, ich habe niemals an dir gezweifelt. Nur an meiner Fähigkeit als Anführerin. Danke, dass du mir vertraust, auch wenn ich nicht weiß, warum. Manchmal denke ich, ich würde viel lieber mit euch in die Schlacht ziehen, als euch fortzuschicken. Aber ich habe auch eine Rolle. Als Fluchbrecherin muss ich sie erfüllen und daran glauben, dass ich die Richtige dafür bin. Bist du. Bestimmt. Das ist aber ein wichtiger Weitblick, glaube ich, dass man als jemand, der Operationen leitet, egal ob das jetzt im Handwerk ist, ob das in der Verwaltung ist, ob das im Dienstleistungsbereich ist, irgendwie sowas wie hier Schornsteinfeger, ich habe keine Ahnung, sucht euch was aus. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man immer daran denkt, dass man Leute irgendwo hinschickt und sich nicht nur darüber Gedanken macht, wie man Leute irgendwo hinschickt, sondern dass auch Leute, die irgendwo hingeschickt werden, die Arbeit ja auch machen müssen. So wie sie jetzt auch gerade, wie Doris es auch gerade gesagt hat, ich denke manchmal, ich sollte selber auch. Das ist ein wichtiger Gedanke, ne? Nicht nur zu denken, okay, ich schicke Leute, sondern sich auch ganz bewusst in die Lage der Leute zu versetzen, die man schickt. Ne? Lohnschwinge verringert die Wartezeit um 2 Sekunden. Schöne Dialoge, vor allen Dingen sehr viel Information über die über das Mal und die Fluchbrecher. Ich sollte unseren Leuten mehr vertrauen. Theoretisch weiß ich das auch. Aber es ist leichter gesagt als getan. Sie liegen mir alle so sehr am Herzen. Naja, Vertrauen ist der falsche Begriff, oder? Ich denke eher entspannter, also den Leuten eher zutrauen, dass sie aus eigener Überzeugung handeln und sich damit weniger Schuld geben, ne? Gav immer noch mit den Kisten. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Vor nicht allzu langer Zeit bin ich auf dem güldenen Pfad von Banditen überfallen worden und wäre allein in der Wüste elendlich zugrunde gegangen, hätten die Fluchbrecher mir nicht beigestanden. Ich schulde ihm mein Leben. Möge ihnen dieses Zeichen meiner Dankbarkeit gute Dienste leisten. Düsterwolf Fußreif. Bitteschön. War's das? Dies war's. Bei der Jagd entfesseln Düsterwölfe einen erbarmungslosen Sturm aus reißenden Angriffen, der so schmerzhafte Wunden verursacht, dass Beute in Schockstarre verfällt und sich ohne Gegenwehr töten lässt. Erhöht den Schaden von Kombos um 5%.
Aber warum kann ich denn nicht auf... Es gibt nur drei... Ah... Okay, ich kann nur drei gleichzeitig ausrüsten. Reicht aber auch, ne? Okay, probieren wir Titan mal aus. Otto, Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Willst du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Rujena Dalimil. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin. Wer ist das? Eine alte Verbündete von Sid. Von ihm persönlich. Ich weiß nur den Namen. Und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und, was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Schau nicht so besorgt. Er kommt mit mir. Das wollte ich hören. Gav, Otto, kümmert euch um alles Weitere. Verlass dich auf uns. Hat Gav was gegen unseren Onkel? Ich hab gehört, man nennt Rujena die Wüstenhäsin, weil sie so ein gutes Ohr für Geheimnisse hat. Und weil sie sich bei jedem Anzeichen von Gefahr sofort davon macht. Aber wenn sie wüsste, dass Sid nach ihr sucht, würde sie das vielleicht wieder aus ihrem Bau locken. Rujena, den Namen werde ich auch instant vergessen. Was ist Gav? Ah, diese Gil von Lord Rossfield, denkst du wirklich, wir können die annehmen? Mein Onkel macht, was er will. Vor allem, wenn es darum geht, seinen Reichtum auszugeben. Aber 2000 Myriaden? Ich weiß ja nicht mal, wie viel das überhaupt ist. Der Preis für ein Anwesen am Kai im Kristalldominium. Er hat eines für uns verkauft. Er wollte sich ohnehin davon trennen, bevor dort auch der Krieg ausbricht. Und... zu seinem Glück hat ein Adliger aus Sandbreck nur zu gerne ein Vermögen bezahlt, um Tür an Tür mit seinem Kaiser zu wohnen. Na trotzdem, 2000 Myriaden? Sag mal, ist es normal für Reiche, so einen Haufen Geld zu verschenken? Also, für meinen Onkel schon. Echt mal, Leute gibt's, die gibt's gar nicht. Jetzt, wo wir nicht mehr jeden Geld umdrehen müssen... Denkst du, wir könnten uns ein paar Flaschen von Kielbrücks besten Tröpfchen gönnen? Hey, gib nicht alles allein aus, Otto. Füllt er seinen Keller, füll ich die Vorratskammer. Angefangen mit einem Fass vom feinsten gesalzenen Norvan-Lachs. Entscheidet ihr, welche Einkäufe am sinnvollsten sind. Nur lasst ein paar Gil übrig. Na, super. Ich habe noch nie eine ganze Kiste voller Gil gesehen, schon gar nicht gleich zwei. Beim Eindruckschinden kann deinem Onkel niemand was vormachen. Also wollen wir jetzt wirklich mit unserem Onkel allein hinterherjagen? Verstehe ich das richtig? Ich wünsche dir viel Glück, Sid, und eine erfrischende Brise. Viel Glück ist gut, aber doch keine Brise. Am Ende beschwörst du damit noch einen Sandsturm herauf. Ich mag unseren Onkel. Okay, also wir wissen immer noch nicht, was er überhaupt in Dalmekien will. Wir wissen nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Also es wird ein Himmelfahrtskommando, ich sag's euch. Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Komm, auf geht's ins Abenteuer! Okay, ein neues Gebiet. Das ist diesmal kein Eventgebiet, sondern ein Erkundungsgebiet. Velkroi-Wüste. Ein schier unendliches Meer aus Sand und Stein, das mit der Zeit immer weitere Teile des Westens Dalmekiens an sich reißt. Dalmekien? Oh Gott, wie oft habe ich schon Dalmekien gesagt? Es ist natürlich Dalmekia. Ja, mit den ganzen Begriffen, seid mir nicht böse, ne, wenn ich da hin und wieder mal... ich spiele auch jeden Tag 2-3 Stündchen und ich spiele nicht 10 Stunden durch. Da kann das mal passieren.
Okay, wir reisen. Auf geht's. Republik Dalmekia. Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Fährten im Sand. Ich hätte da Sande geschrieben, wenn ich den Questtext geschrieben hätte. Wo sind wir hier? Klar, eine ganze Wüste noch dazu. Alles klar. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Oh, wie geil. Easy. Niemand mag Skorpione, oder? Nee, das stimmt nicht. Das ist gelogen, das stimmt nicht. Okay. Vor vielen Jahren, als du noch klein warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten. Da haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet. Okay. Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplärrt hast. Aber wie waren denn damals die Verhältnisse zwischen Rosaria und Dalmekia? Dass der rosarische Herrscher einfach mal zum Mutterkristall der Dalmekia gereist ist. Kann ich hier schon lang gehen? Hier? Also wir müssten ja in diese Richtung gehen, ist klar. Seratina. Schon echt mächtig, ne?
und laut. Ah ja, ich habe euch ja schon mal gesagt, denkt dran, dass das für mich hier alles auch sehr entspannt sein. Final Fantasy und entspannt. Ich schlafe auch die letzten Nächte schlecht, muss man dazu sagen. Weil unter mir ist aktuell ein bisschen Baulärm. Ist nicht schlimm, aber das stört mich morgens. Das merke ich. Okay, einfach irgendwelche Dorfruinen, ja. Kunden halt, ne? Wir spielen ja eh gerade ein PlayStation-Spiel. Ich muss auch in God of War Ragnarök noch was nachholen. Das wollte ich auch auf jeden Fall noch machen. Steht auf meiner. Ich kann gar nichts sehen. Komm, Clive, kehren wir um, bevor wir uns verirren. Quatsch. Gruselig. Ja, aber Hugo Kupka kann sich ja jetzt doch. Ja, doch. Er könnte die Kontrolle verlieren und genau wie damals Benedikta ja Geruda geworden ist. Ja. Blutfall. Ja, es ist schade, dass es nicht mehr Outfits gibt. Das finde ich bis jetzt blöd. Goblins? Na gut, also Goblins kennen wir. Blutfang war, glaube ich, jetzt neu. Eine Art Wolf, okay. Seht ihr was? Ja, es wäre echt cool mit mehr Outfits, ne? Jetzt so ein Wüsten-Outfit irgendwie. Da ein gutes Beispiel. Gutes Beispiel, Star Wars The Force Unleashed, da hat man in jedem Level passend zum Level eine Rüstung an. Und ganz am Ende bekommt man dann, je nachdem was für ein Ende man wählt, noch eine gute oder böse Rüstung fürs New Game Plus freigeschaltet. Das war sehr cool gemacht. Ich meine, ich mag Clives Outfit, klar, ist cool, aber warum nicht einfach noch eins machen? Ist wieder so ein Arete-Stein. Oh, ein Salamander. Ach, come on. Yeah.
Oh, ich mag die Fähigkeiten von Titan. Ich mag die, ich mag die. Das geht immer noch nicht. Die Hand des Titan. Sind das immer Esper-orientierte Steine? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, interessant. Denkt auch dran, dass wir rund um Bahamut, also den Sohn Dian, den Sohn von, ihr wisst schon, Lesage, dem Kaiser, dem Gottkaiser, dass da auch noch die Story weitergeht, ne? Der soll ja jetzt die Valuta, die, ach Quatsch, die Dalmekia, die sich gerade zurückziehen, angreifen und auslöschen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in Richtung der gefallenen Ruine. Können wir mal gucken. Fähigkeiten. Das haben wir jetzt maximiert. Das war jetzt gerade oder... Titanische Gerade war das, ne? Ja. Die sind schon krass. Mit diesem Aufladen, das gefällt mir. Boah, Chocobos. Rostige Chocobos. Ist das eine Karawane da vorne? Hallo. Die Schokospuren hier überall. Hast du diese Soldaten in der Schenke gesehen? Die sind nicht von hier, so viel ist sicher. Da scheint was im Gange zu sein. Valuta? Okay, die haben alle so Kleidung an, wie auch Kupka sie anhatte. Diese schicken Gewänder. Zum Sonnenschutz hier ein paar Tücher gespannt. Sehr schön. Die steinerne Wache soll schon bis nach Rosalit vorgedrungen sein. Oh ja. Ja. Deshalb sieht man jetzt wahrscheinlich so viele Soldaten, falls die Kaiserlichen zum Gegenschlag ansetzen. Gut möglich. Und gut möglich. Das ist voll schön. Ah, das ist mittendrin hier. Der Speer. Das Lumpennest. Dann gehen wir erstmal dahin. Okay, da vorne müssten wir hin. Wunderschön mit oasenartigen... Das ist aber nicht Drachenfang, oder? Da vorne am Horizont. Wir gehen aber erstmal in die Richtung. Das ist kein Handelsposten, das ist eine Stadt. Wahnsinn. Habe ich mich noch beschwert, dass wir lange kein neues Gebiet mehr hatten und dann kommt sowas hier. Wow. Eine Echse. Aha. Wie heißen die Höllentaucher? Hier ist nochmal ein Weibern oder so.
Orientierung verloren, mein Junge? Die Ruinen, sie weisen uns doch den Weg. Zu langsam, Titan. Also, okay. Klar, aufladen ist lästig irgendwo, aber für den Schaden lohnt sich das. Tja, ist halt eine Wüste, ne? Ich mag das auch, wenn Begleiter so vorlaufen. Na, nicht dieses stumpf hinterherlaufen, wie man es von älteren Spielen noch kennt. Ist auch gut. Nichts gegen Begleitersysteme wie in Fallout 3. Aber es wirkt nochmal dynamischer. Garuda! Gute Arbeit, Junge! Wie die Titans Faust den kleinen Vogel einfach. Oh Mann. Mann. Gut. Wüstenrose. Was ist das? Fasti Tokalon B. Okay. Der guckt aber böse. Ein noch größeres Schwert. No!
Ja, da hält viel aus, ey. Meine Güte. Das wollte ich gar nicht, egal. Boah, meine Güte, war der Tanky. Berüchtigte Gefahr gebannt, ohne sie überhaupt, ohne von ihr gewusst zu haben. Cool, Rotlegierung. Oh, dann können wir uns jetzt das nächste Teil der Rüstung herstellen. Oh yeah. Rotlegierung ist unter denjenigen, die sie sich leisten können, äußerst gefragt, denn sie ist eines der härtesten bekannten Metalle und aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung auch eines der teuersten. 5 gesunde Träger müssten eine Äste gleichzeitig befeuern. Kennen wir den Text nicht irgendwo her? Wärst du mal im Panzer geblieben? Deswegen erkunden wir im Voraus, damit wir sowas einfach mal unterwegs schon finden. Finde ich cool in Spielen, wenn man Inhalte, die man sich erst später über Aufgaben und Beschreibungen suchen sollte, einfach so beim Erkunden findet. Das zeigt, dass wir gut erkunden. Und cool vom Spiel, dass wir es finden können, also die Gegner finden können, bevor wir uns die Anschlagstafel angeguckt haben. Finde ich cool. Gut, also. Ist hier nicht zu warm für Ambrosia? Oh, was hat denn eigentlich unser Onkel für einen? Okay, einen gelben. Jo, also, nächste Aufnahme werden wir uns dann in Richtung des Handelspostens begeben. Oder? Ja, wir können doch hingehen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein paar Minütchen haben wir noch. In der Richtung waren wir jetzt auch noch nicht, ne? Hier so. Aufpassen, Junge! Ja, ja. Wie alle auf Schokobus reiten, ich finde das so lustig. Das wird auch gar nicht in Frage gestellt, das ist einfach so.
Na schön. Ah, da ist sie. Die gute Dalimilchenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Hätte man die Nebenaufgabe mit Ambrosi auch einfach nicht machen können und dann hätten wir ihn jetzt gar nicht. Oder sie? Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ashra. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stonhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um? Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. 2 Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser.
aufpassen? Worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd. Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Ach, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Fort! Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Der Geächtete! Ergreift ihn! Viel Glück. Das ist ja wohl sowas von easy, oder? Stufenaufstieg? Schade. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Das ist wahnsinnig cool gemacht übrigens, ne? Also einmal, hey, Joshua ist einfach über uns. Das habt ihr aber sicher auch verstanden. Aber es ist sehr cool gemacht mit den Kamerafahrten. So nah beieinander. Oh Mann. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Es geht.
Clive? Was hast du? Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Ja, ich hätte ihm jetzt auch nicht gesagt, dass Clive glaubt, dass Joshua noch lebt. Benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Das machen wir auch, aber wir werden natürlich erst noch hier die Ecke erkunden und das gibt es aber erst in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und freue mich schon, wenn es weitergeht und wenn wir tatsächlich in Richtung Drachenfang gehen. Boah, ist das riesig. Wüstentor? Ah, okay. Eieiei, okay, das... Oh Gott. Im Schatten des Titans. Ja, erstmal die Stadt, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich drauf. Final Fantasy 16. Tja, ich freue mich auf das Wiedersehen. Aber ist das so, dass wenn Joshua in der Nähe ist, wir aus unserem Herzen eine Phönixfeder erhalten? Habe ich das richtig verstanden? Oh Mann. Gut, wie alles weitergeht, beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.